Hey, what's up? I'm Liv. I'm Nim. We're Nervo and we're watching Freakish. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakish. Heute dreht sich alles um die australischen Zwillinge Miriam und Olivia, alias NERVO. Ja, zurzeit besteigt das EDM-Duo eine irrsinnig steile Karriereleiter und wir werden sie dieses Jahr zum dritten Mal vor der Freakish-Kamera haben. Zum ersten Mal war es im Jahre 2012. Schon Jahre zuvor waren die beiden bekannt als hervorragende Songwriterinnen für Kesha, The Pussycat Dolls und viele mehr. Kurz nachdem sie auch große Popularität als DJs erlangten, spielten sie in einem Zürcher Club. Und wir waren dabei. Das Schweizer Nightlife-Portal Ausgang.ch feierte seinen 15. Geburtstag und holte sich die zwei Blondinen als Headliner auf die Bühne. Es folgten unzählige Auftritte an den bekanntesten Festivals der Welt, wie dem Tomorrowland oder Electric Daisy Festival. Es versteht sich von selbst, wie sehr die Fanbase gewachsen ist. Touch so much people, you have so much fans. So do you see something that you're a role model for your fans? And what advice or what for message you will give also to them? Well, we definitely think we have the most passionate, gorgeous and beautiful fans. Yeah, we really do. If we can be a role model, great. I don't think they should really take notes on everything we do. No smoking. No, no smoking, don't party too much, you know, study really hard. But still, it's fun, you know, we're lucky we get to do what we love. And yeah, we're lucky that, you know, music touches people. Kurzem veröffentlichten NERVO ihren neuesten Future Bass Song Lost in You zusammen mit Quentino. Welchen Track ihr sonst noch entdecken müsst, das seht ihr jetzt bei unserem Soundcheck presented by Motor Village. Travis Scott featuring Kendrick Lamar, Goosebumps. Trippy wird im Video zu Travis Scott's Goosebumps, bei dem auch Kendrick Lamar mitwirkte. Alles ist bunt, hektisch, epileptisch und vor allem gut. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713. Through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx. Find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text Kid Game Wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no. And you write songs for names like Pussycat Dolls, Kesha, Chokray, and more. And you're also successful as musicians, producers, DJs, models. So, so much. And it's that you have reached all your mingles, or have you other things? So also private maybe? I think we do have these goals that we set ourselves, don't we? What's our next goal? Well, I don't want to say our next goal on camera. We know, like, we always have goals.
I think. Yeah. And our goals change as we hit them or get close to them, or they move in different ways. But we want to keep doing music, obviously, and touring and making better and better music. Der Track Hold On bescherte den Zwillingen erstmals Platz 1 in den US Billboard Dance Charts und bestätigte, dass sie eindeutig den Nerv der Zeit trafen. Vibes, die die beiden versprühen, habt ihr jetzt bestimmt Lust, richtig abzufallen. Wo und wann, das seht ihr jetzt bei unseren Party-Tipps presented by The Body Shop. Eine Hip-Hop-Legende aus den USA besucht am Freitag die Härterei. Das Alice Jew lädt am Samstag zu einer Nacht voller Leidenschaft ein, die die Liebhaber der Hausmusik besonders auf ihre Kosten kommen lässt. In München wird 2 Wochen lang die Frühlingswiesen gefeiert. Am 15. und 16. Juli wird am Ufer des Thunisees in Freiburg zu allerbesten Techno getanzt. Das Line-Up verspricht ein denkwürdiges Wochenende. Unter anderem mit Adam Beyer, Marco Carola, Paul Kalkbrenner, Sam Paganini und vielen mehr. Songwriter für unzählige Popsänger, Produzenten oder die Tomorrowland-Hymne und Kollaborationen mit David Guetta oder Steve Aoki. Wie sieht ihr Leben abseits des Rampenlichts aus? You mentioned that you would like to date somebody out of the music industry. Yes, maybe a doctor. Doctor would be good. Yeah. How did we? Do you know what? I wouldn't mind a physiotherapist. Oh yeah, massages. Be like, can I have a deep tissue massage? Tonight? Yeah. Do you know what? I've seen people in the music business and I've seen people outside of the music business, and generally for me, when I'm home in my personal life, yeah, I like to not speak about music or not speak about touring or not speak about that person in music. So. We're quite boring. We are a bit boring outside of our work, so I hope that doesn't mean we have to date boring people. No, but we like normal life. Yeah, we love having dinners at home with friends. We just like normal stuff. Yeah, a balance. Absolutely. Yeah, because our life is very lucky and very fortunate and very. It's VIP, you know, we get to go to the best parties around the world. Yeah, it's amazing. Yeah, so we're pinching ourselves, but it's nice to go home and just do normal stuff. We have normal friends outside of the music business. We have a lot of friends in the business as well, but I feel like our weekend life is very different to our weekday life. Von der Musikwelt tauchen wir jetzt kurz ab nach Hollywood, nämlich zu unserem Cinema-Tipp Guardians of the Galaxy 2. Hallo zusammen, heute gibt es für euch unseren Kinotipp. Ja, gerade erst sind in Guardians of the Galaxy aus Feinden Freunde geworden und schon machen die 5 Verbündeten das All unsicher. Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Also egal, was du tust, drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was habe ich gerade gesagt? Ja, in diesem Weltraumabenteuer werden nicht nur die bekannten Orte bereist,
sondern die fünf stößen auf neue Winkel der Galaxie vor. Da letztes Mal einige Rätsel aufkamen, machen sie sich nun daran, diese zu lösen. Ja klar, bei diesem Fünferpaket mangelt es nicht an Rivalen, die ihnen an den Kragen wollen. Jedoch haben sie Glück im Unglück und können auf gesinnte, freundliche Unterstützung zählen. Wie es wirklich ausgeht, das könnt ihr euch demnächst im Kino ansehen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ein Klebeband mithaben sollte, dann du! Immer muss ich hier alles machen. Du verplemperst nur Zeit! Das ist ein echt schlechtes Zeichen. Guardians of the Galaxy. Volume 2. It's a typical Australia thing besides eating Vegemite or... Vegemite. Yeah. Oh, Vegemite. I hate Vegemite. I can't. I love it. Yeah. I can't even smell Vegemite, but she loves it. I could eat it for breakfast, lunch and dinner for 2 days. We have a lot of barbecues. So Aussies are famous for barbecues. What else are we famous for? We're famous for drinking, I guess. Yeah, famous drinking for beer. Going to the beach. Yeah. But the food scene, the coffee scene oh, yeah. is incredible in Australia. Especially Melbourne, where we're from. Zwei erfolgreiche und sympathische junge Künstlerinnen, wie sie im Buche stehen. Das sind NERVO. Wow, was für Powerfrauen. Ja, nächste Woche steht Sven wieder vor der Kamera und hat die beiden Zwillinge im Gepäck. Bis dann, hier bei Freakish. Tschüss.